Hallo, in diesem Video geht es jetzt darum, wie ihr mit einer Lagerverwaltung ARB WS Lite neue Artikeldatensätze erfasst, damit ihr sie verwalten könnt. Ich habe das Programm schon mal gestartet. Ich habe eine neue Datenbank angelegt, meine Datenbank 2. Die enthält keine Datensätze. Ich kann jetzt Datensätze eingeben. Bevor ich das allerdings tue, will ich sicherstellen, dass ich auch genügend Daten in meinen Listen habe. Listen heißt, dass ich Warengruppen angelegt habe. Ich habe schon mal drei da stehen. Ich füge noch mal ein paar dazu. Sage, eine Warengruppe ist für mich Werbung. Werbung, Werkzeug oder Sonderartikel. So, jetzt habe ich ein paar Warengruppen mehr. Das gleiche gilt für Lagerorte. Ich prüfe, ob ich Lagerorte schon mal hinterlegt habe. Da stehen schon mal drei standardmäßig drin. Location ABC. Ich mache daraus noch Halle 1, Halle 2 und Location ABC. Oh, lass sie stehen, störe mich ja nicht. Kann ich aber irgendwann noch löschen, wenn sie mich stören. So, habe ich das auch erledigt. Dann schaue ich nochmal unter Listen Lieferanten. Da stehen Company ABC auch schon drin. Könnte ich jetzt Lieferanten dazulegen? Ich lasse die mal einfach der Einfachheit halber drin stehen und füge da nicht zu. So, jetzt habe ich das mit den Listen geprüft. Die sind also da und sind weitgehend stimmig. Jetzt sage ich, ich will einen Artikel anlegen. Dann nehme ich den Button Datensatz neu anlegen. Ich werde nach der Artikelnummer gefragt. Die kann ich jetzt eingeben oder von irgendwas abscannen, direkt als Barcode. Ich sage mal, die erste Artikelnummer ist 1000. Ich werde nach einem Anfangsbestand gefragt, der ist 0, weil ich fange an, den Artikel anzulegen. Es öffnet sich die Stammdatenmaske für den Artikel mit der Nummer 1000. Ich kann jetzt einen Artikeltext eingeben. Ich sage mal, der erste Artikel ist ein Mähdrescher. Mähdrescher. Ich habe hier weitere Felder, die ich ausfüllen kann. Die Warengruppe zum Beispiel. Gehört zur, wer? Haben wir eben gemacht. Das haben wir eben angelegt. Da packe ich den Mähdrescher in die Warengruppe Werkzeug. Ich gebe als Lagerort, kann ich sagen, in Halle 1. Und ich hätte hier weitere Felder, die ich nach Belieben ausfüllen kann. Ich habe hier Textfelder von 1 bis 6. Ich kann hier Lieferanten auswählen oder was oder eingeben. Ich habe verschiedene Listenfelder, da kann ich auch Werte hinterlegen unter Listen. Ich kann ein Heimatverzeichnis anwählen. Das ist ein weiteres Verzeichnis auf einem Windows-Rechner, unter dem ich zum Beispiel weitere Dokumente, Bilder, Zollformalitäten, Baupläne oder was auch immer speichere. Ich kann ein Produktbild definieren. Produktbild, mache ich jetzt mal. Produktbilder werden im Verzeichnis Data Bilder hinterlegt. Ich habe noch keinen Mähdrescher als JPEG hinterlegt. Da stehen momentan nur so ein paar Standardbilder. Ich wähle einfach einen der Hunde hier aus. So. Auch eingetragen. Das wäre auf der ersten Seite der Stammdaten. Eine weitere Seite ist Bestände. Da kann ich Mindestbestände definieren. Ich will mindestens 150 Mähdrescher immer im Lager haben. Ich kann Preise dafür definieren. Ich habe hier zusätzliche Felder für Datum, zum Beispiel für Check- oder Prüfdaten. Ich habe weitere Felder für Numerik. Und ich habe ebenfalls ein Feld für Notiz und Bemerkungen. Da kann ich zu jedem Artikel eine individuelle Notiz hinterlegen, die auch immer mit angezeigt wird. Zum Beispiel nach Verwendung reinigen. So, dann ist es jetzt auch hinterlegt. Und ich habe noch einen Reiter, der nennt sich Buchungshistorie. Da wird quasi über den ganzen Lebenslauf dieses Artikels Buch geführt. Die Prozesse werden dokumentiert. Momentan gibt es hier noch einen Eintrag, nämlich dass der Artikel neu angelegt wurde, wann er angelegt wurde und von wem und mit dem Bestand 0. So ist der Artikel schon mal angelegt. Jetzt kann es allerdings sein, dass euch die Maske nicht gefällt. Das ist dann überhaupt kein Problem. Die könnt ihr individuell einstellen. Dann gehen wir zu Extras, Settings. Hier unter Artikel Database gibt sich die Möglichkeit, die Felder, die ihr eben gesehen habt, zu individualisieren. Ihr könnt sagen, alles, was ich nicht sehen will, das klicke ich hier weg. Und alles, was ich sehen will, bekommt eine Überschrift, die passt. Ich will da nicht Text 1 stehen haben, sondern ich will da zum Beispiel Material stehen haben. Ich will da nicht Text 2 drin stehen haben, sondern Prüfer. Ich will bei Datum 1 Prüfdatum drin stehen haben. Prüfdatum. Oder Mindesthaltbarkeit oder was auch immer. Datum 2 und 3 blende ich mal spaßhalber aus, die brauche ich nicht und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt euch die gesamte Stammdatenmaske hier individuell einstellen. Wenn ihr damit fertig seid, sagt ihr okay. Speichern. So. Jetzt erfassen wir uns nochmal einen Artikel und schauen mal, ob sich da auch was geändert hat. Ich sage mal, Datensatz neu anlegen. Wir erfassen Artikel mit der Nummer 2000. Anfangsbestand ist auch hier wieder 0.
Ihr seht, wir kommen wieder in die Maske und ihr seht auch hier schon die ersten Änderungen. Das Feld heißt nicht mehr Text F1, sondern Material und Prüfer. Bei Preise und Bestände gibt es die Datumsfelder, hier sind entfallen, es gibt nur noch eins. Und ich kann jetzt hier die Stammdaten für den zweiten Artikel hinterlegen. Der zweite Artikel ist eine Schubkarre. Die packe ich einfach mal als Sonderartikel hinein. Jetzt gilt das Gleiche. Ich kann die Bilder hinterlegen, ich kann die Felder hinterlegen, die bei diesem Artikel relevant sind. Und ich mache momentan erstmal gar nichts, weil es trifft nicht weiter. Und ich beende das Ganze mit OK. Und jetzt habe ich in meiner Datenbank schon mal zwei Datensätze angelegt. Beide mit einem Bestand von 0, weil ich habe keinen Bestand eingebucht. Ich könnte jetzt also quasi Bestände, Anlieferungen über Zugang oder ja, Zugang im Wesentlichen oder über Inventuren buchen. Ein Abgang bringt momentan nichts, wenn ich eh nichts im Lager habe. Kurzum, ich kann jetzt in die Bestandsverwaltung gehen. Aber das, was ich jetzt zeigte, war, so legt ihr Artikel als Artikeldaten an. Und wenn ihr in die Buchungshistorie geht, dann seht ihr auch schon, es gibt zwei Einträge über die gesamte Laufzeit dieser Datenbank. Und das heißt, es sind zwei Datensätze hinzugefügt worden. Das ist alles. So einfach geht es. Und wenn ihr noch Fragen habt, schaut euch das nochmal an. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefällt. Danke.